Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, ich sehr müde vom vielen Sport, aber ich bin irgendwie sehr motiviert, jetzt weiterzukommen. Okay, wir haben gleich den Boss dann noch erreicht. Super schön, aber ob wir den Boss gut schaffen ohne Teleport und so, weiß ich jetzt nicht. Aber werden wir mal einfach mal versuchen. Auch wenn wir sterben. Der Bild ist jetzt nicht gerade so, dass er viel dort aushält wegen dem Energy Shield. Wegen diesem Schutz auf Deutsch, irgendwie komischerweise. Nicht übersetzt. Und ja, Schutz ist etwas anderes. Zum Beispiel ein, ja, Gesäßschutz. Gegen schwere Unfälle beim Sport. Wie sagt man dem? Eierschutz? Ja, Eierschutz. Ja, ja, diese richtigen Eier, die man kaufen kann im Einkaufsladen. Ja. So. Jo, in letzter Zeit, Dankeschön für den Support und so. Ist natürlich nicht so viel los, so Ende Januar. Aber freut mich immer wieder, wenn es einfach aktivere Leute gibt. Und nicht so viel Trouble. Außer, ja, ich kann nicht so aktiv sein. Das ist halt ein bisschen nervig, aber gut. Ja, viel Real Life ist momentan. Also Abklärungen und dann Termine und alles Mögliche. Und halt den vielen Sport, den ich machen muss. Dafür geht es mir einfach besser, solange ich Videos mache und Livestreams. Weil ich einfach viel mehr Energie habe. Was auch schon vor, ja, ungefähr einem Jahr und so weiter. Habe ich ein bisschen zu wenig Sport gemacht. Weil ich einfach auch doch nicht gerade so mich gut gefühlt habe mit dem, mit der Krankheit, die ich habe. Naja, oh, da ist er ja. So, Ambush-Monster sind immer so süß. Kann man immer so schnell schaffen. Wäre langsam, aber die machen nicht so viel Sachen. Könnten mal ein bisschen mehr machen. Also ich hätte sie gerne ein bisschen härter und weniger zäh. Aber süß ist es schon. So, komm, machen wir fertig diesen Echo. Bis der Balken voll ist. Bis es satt und munter seid. Ich finde der Schaden ziemlich geil manchmal. Gegen einzelne Gegner. Und später Frostbite und so, danach gegen Bosse ziemlich stark. Wenn sie dann alleine sind, sind sie schon ziemlich schnell weg. Ja, der auch. Also der ist ja kein Boss, aber ein Elite-Gegner. Und ja, das macht ein Beat, hat wirklich auch sehr smooth. Natürlich ein bisschen langsamer. Also die OP-Beats. Aber natürlich doch sehr angenehm zu spielen. So. Die Zahn rasseln natürlich auch sehr schnell durch. So. Gibt wieder scheinbar sehr OP-Builds, die neu rausgekommen sind. Einen möchte ich vielleicht einfach just for fun ausprobieren. Ich würde natürlich da nicht unbedingt so viel spielen damit. Aber hört sich sehr gut an, aber ich kann jetzt nicht direkt sagen, was es genau ist. Es ist einfach ein Leash, der irgendwie auf Sacrifice noch geht. Nein, nicht Sacrifice. Nicht ganz anders. So kurz, wir müssen noch abgelenkt. Ich habe so wenig. Also vor allem einfach auf Necrotic Damage mit Hanging Souls vor allem. Könnte das jetzt auch gleich kurz noch nachschlagen, damit ich es gut erklären kann. Und der tut scheinbar wirklich Bosse extrem schnell legen. Okay, wo müssen wir jetzt hier Ding? Also das machen wir noch mal kurz. Da hoch. Ne, das ist ein anderes Skill. Das ist das Schild. Ja, das ist der Ball. Ah, ja. So, Mana Kosten noch weg. Mana Kosten um 40%. Schaden pro Sekunde, okay. Gut, Leiden sind weg. Jetzt machen wir mal ein neues Fenster auf. Dann habt ihr gleich mal die Information. Shotgun.ly Spieltguide bei lastepoch2s.com.
benutzt Ambius auf der Rezertalkalit Singulari. Irgendwie sehr interessant. Transplant macht für Schaden, Bonus, also Bone Curse, genau, nicht Bonus. Irgendwie sehr interessant. So, nehmen wir doch Gold noch. So. Wir können eigentlich noch ein bisschen leveln, aber ich möchte schon einfach mal den Boss probieren. Wir sind noch nicht gestorben, ne? Ja, riskieren will ich es nicht. Ich will ja vorwärts kommen und beim armen Fetz, die mir wirklich Spaß machen wie der. Nur eben, es ist manchmal einfach zu früh, da die Items einfach noch nicht so funktionieren. So. Ja, viel geben. Aber ich möchte ja Frostbite Shakers tragen. Deshalb müssen wir vorwärts machen. Wie viel haben wir hier? 54. Oh Gott, ja. 9 Levels. Ja, noch mehr. 20. Was? Gott, hier noch 20 Levels. Ja, wir müssen noch ein bisschen leveln, habe ich so das Gefühl. Wir könnten eigentlich einen Dungeon machen, also zwei Dungeons. Und dann hoffen, dass wir dort gut die Items gamblen können oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Dungeon fürs Gamblen ist. Ah, doch, der Feuer-Dungeon. Okay. Nehmen wir den Soulfire Bastion. Nehmen wir mal den Seelenfeuer Bastion auf Deutsch. Nehmen wir den mal und den hier. Machen wir mal auf Mage. Schön. Sehr angenehm zum Spielen. Wunderbar. Schade, dass er immer die gleichen Item-Bonis droppen. Auch gar nicht mal so viel Sinn. Da immer wieder gegen zu kämpfen. Aber ich möchte ja auch diesen Löffel, den bekommen wir von den Magen haben, auf gutem Wert, oder? Also deshalb farmen wir diese Timelash-Magier. Die halt eingefroren wurden in der Zeit, machen sie. Ja, sonst sind sie arbeitslos, oder? Und müssen sie ein bisschen bei Arbeit halten, wenn sie dann immer wieder sterben müssen. Diese Armen. Oh, nicht schon wieder. Meine Götze, diese Kotzbrühe da, will ich nicht immer besiegen müssen. Wie geht's? Kotz zu viel. Geh weg. Da ist noch Giftboden, danke schön. Geh weg. Ja, der war ein bisschen zäh. Haben wir irgendwie Resistenz? Nein, wir haben Elf. Okay. Elf, Elf, Reconnection. 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 So, Schrott, Schrott, Schrott. Gut, dann müssen wir euch. Ja, hier fertig machen. Schau ich gleich mal nach. War ich eigentlich beim Runenmaster. Also Intelligenz ist da noch, Damage over Time. Ah ja, genau, hier. Ja, und hier Intelligenz. Dann hier auch Intelligenz. Hello. Easy. Also, machen wir doch mal diese Quests. Hier gibt es viele Gegner, hier könnte der Bedemissen, ja. Vorteile haben. Oder ja, eigentlich Vor- und Nachteile haben, aber auf jeden Fall schnell sein. Ja, die Gegner viel schneller bild. Also ich muss sagen, er wirkt jetzt schon wirklich OP, aber noch nicht so mega OP. Also wir müssen dann noch umskillen auf einen anderen Bait, damit wir wirklich uns OP fühlen können, bis wir 74 sind. Machen wir aber nicht, weil wir ja unbedingt mal so ein Eisbeet machen. Da habe ich Frostbite-Beets fast noch nie gemacht. Und sonst nur beiläufig ein bisschen. Da wäre etwas Neues für mich. Sehr motivierend. Haben wir eigentlich noch einen Ring? Ja. Sind wir ein bisschen langsam am Laufen. Den
kaputt, der Schaden. So. Und dann brauche ich irgendwie noch ein bisschen mehr Leeren, nein, nicht Leeren, Nekrotik, Resistenzen. Der Boss doch schon sehr viel dort machen kann. Bei dem Boden von diesen Tanks. Oh, diese Schilde. So gemein. Ja, und der Warlock kommt noch nicht. Kommt der morgen? Ich glaube, der wird morgen angekündigt oder so. Also, ja. Einfach vorgestellt. Angekündigt wurde ja schon lange, aber vorgestellt, meine ich. 200. Easy, easy, easy. Ja, und ich habe gestern ein Livestream gemacht, wo ich da diesen Beastmaster gelevelt habe. Und der wurde recht kompliziert dann plötzlich. Wenn ich noch ein bisschen umstellen musste mit der vierten Fähigkeit. Ja, war sehr interessant. Am besten auf Twitch noch anschauen, die Übertragung. Weil es ist ein sehr spannender Bild. Und sonst ist auch relativ neu bei Last Epoch 2, wenn ich das selber auch sehen wollte. Was ist das für... Das war kein Angriff. Niemand hat angegriffen. Ich mag diesen Schutz einfach nicht. Er ist noch zu schwach. Eieiei. Ich habe nicht mal gesehen, dass ich gestorben bin so schnell. Also irgendwas ist da manchmal broken mit diesen dummen Gegnern. Dass die Angriffe gar nicht gezeigt werden, dass die lecken, oder? Dass die einfach legen, nicht sichtbar sind. Keine Animationen, also keine Bewegung haben, die Gegner. Nix. Das war heftigen Schaden, wahrscheinlich mehrere Crits auf einmal. Es gibt ja auch manche Bosse, die einfach mehrmals angreifen können, weil es leckt. Und ich habe halt am Morgen und Mittag keine Zeit, ich muss am Abend spielen, dann lecken die selber halt schon ziemlich. Und die das jetzt wirklich nicht im 21. fixen, ja, muss ich halt schon schauen, dass ich da am Anfang am Morgen spiele oder nicht, am Abend. Und Livestream möchte ich ja eigentlich auch nur, nur morgens. Die alle noch schlafen und immer zu guckt zu. Könnte aber auch der eine Leash gewesen sein, der zu uns kam. Und einfach zu uns kam, aber eigentlich angegriffen hat. Und der macht ja immer so mehrere kleine Punkte und Dinge, wo dann Mörser kommen. So Säulen. Und das macht halt auch manchmal von extrem viel Schaden, weil sie mir immer so keine Location sind. Aber irgendwie, jo, ist das Spiel halt einfach noch nicht gut fertig. Beziehungsweise sie haben die Fehler eher erst eingebaut mit den letzten zwei großen Patches. Entwickler müssen noch viel, vieles lernen, ne? Dafür macht eben das Spiel auch sehr viel Spaß. Schon okay. So, hast du eigentlich die gleichen Items, wenn du hier? Schild an. Das ist ein bisschen härter. Was hast du getrunken? Tja. Ja. Gleich eins. Zwei oder drei. So, hier müssen wir immer noch. Na? Es sind nur vier Diener, ich will irgendwas mit fünf Diener haben. Und wieso ist jetzt hier... Ja, das wirkt ja gar nicht mehr. Ist nur noch diese Location dort. Gut.
Und ja, sie sollten die neuen zwei Klassen nicht so viel veröffentlichen. Das auch, sie werden es ja wahrscheinlich schon machen, dass sie sich strenger veröffentlichen, dass die Leute diese Klassen spielen. Aber ich habe im Forum gelesen, viele wollen die zwei Builds gar nicht spielen. Also sie wollen vor allem nicht damit anfangen und leveln und alles, sondern sie wollen die alten Builds zum Vorbereiten von Items und so spielen. Ich muss es zwar, oder? Ich will euch die Sachen auch zeigen. Aber so Leute, die nicht streamen, nicht Videos machen und so, die müssen es ja nicht. So. Also ich weiß nicht, ein Boss. Der Boss ist noch zu früh, wir sind noch zu wenig Level und. Ja. Ist einfach zu stark. Es ist der einzige Boss, wo man eigentlich ein bisschen längere Zeit warten muss. Alle anderen dann eigentlich automatisch gehen. Aus dem letzten dann wieder. Ja. Aber der letzte, da muss man nur sp besser spielen können. Und dann ist er auch leicht. Aber ich habe auch nicht so viel Übung. Weil ich ihn dann eigentlich immer nur einmal mache. Also. Ja, wenn ihr den Bild hier macht, am besten einfach gut genug Items haben. Genug schon gespielt haben. Ist wirklich schwer am Anfang. Ich habe irgendwie fast nichts Defensives. Dieser Magier. Fast keine Schutz-Items oder zum Schutz aufbauen. Nur eigentlich diese Rüstung. Und das war's. Hat ja eher Sachen für ja, Resistenzen. Ne? Schade, dass man ja noch so schwer equippen kann. Dass das ganze Spiel eigentlich noch schlimmer ist, dass Passive Assets und Equipment und alles. Da muss man einfach ewig spielen und farmen. Jo, eben, ich habe genug Spaß, aber ich möchte nicht immer hängen bleiben, ständig. Ich will nicht immer sagen, jo, ich habe zu wenig Zeit für Lauftreffer. Und bring trotzdem am meisten Parts raus und so. Andere kommen schneller vorwärts, weil sie immer ständig nebenbei Hilfe bekommen. Oder selber Zeit haben und so. Das will ich gar nicht sagen, weil ja im Grunde genommen, ja, liegt es ja eigentlich am Spielstil, wie gut kann man spielen und wie oft kann man spielen und nicht irgendwie an, ja, an Schlechtigkeit oder an Gutigkeit. Also gut spielen oder schlecht spielen. So. Da können wir ein bisschen aufrennen. Jo, also die Mission ist leider ein bisschen. Okay, Mana und Ding. Also Schutz bei Mana und bei Schaden bekommen. Yes. Also eigentlich sollte Bild wirklich im Endgame ganz viel Schutz erhalten. Aber jetzt, so mit Level 54, noch leider nicht. Machen wir mal weiter mit diesen Büchern, Echos. Wenn wir finden. Und ja, dann haben wir den Boss dann auch bald. Geht wahrscheinlich schneller, als man denkt. Na, oh, schon ein Scheinchen. Ich habe übrigens, jo, ein paar Spiele noch, die ich jetzt bald dann, ja, livestreamen könnte. Und sicher eins ein Let's Play noch. Aber bis zum 21. Februar habe ich dann auch viel mehr Zeit, damit den letzten Fast einfach zu bringen. Ist jetzt einfach momentan ein bisschen schwer, weil ich nicht gerade so viel zum Last Epoch aufnehmen komme.
weil ich eben am Abend dann eher andere Spiele aufnehme wegen den Serverlex. Und jetzt heute ging es nicht anders und ich wollte ja auch wieder ein paar bringen. Also jetzt habe ich mehrere Tage keinen gebracht. Jo, aber morgen früh habe ich keine Zeit und bis abends eigentlich auch nichts. Dann muss ich einfach die Videos jetzt schon veröffentlichen und dann freischalten morgen. Genau, deshalb bin ich jetzt momentan ein bisschen zeitlich im Problem. Ach, werde doch nicht immer abgelenkt. Also wenn ich jetzt einen Hack and Slay würde unterstützen, dann möchte ich eigentlich ja den Entwickler sagen, macht bitte keine Unlock-Sachen. Das ist so nervig, wenn ständig irgendwelche Gegner von irgendwas angelockt werden oder Angst haben. Das ist genau das Gegenteil. Das ist meistens einfach nur blödes, oh, ich bin dem Gegner hinterher und nichts Besseres. Es ist einfach langweilig und mehr. Genauso wie Reflection. Damals vor Pass of Exile und mit Pass of Exile sogar noch, war das so schlimm mit dem Reflect. Man ist immer nur gestorben, weil ein Gegner Reflect dabei hat. Sonst ist man nie gestorben, nie. Aber kaum hat jemand irgendwie Reflect gehabt, Reflect Fluch, Iron Maiden, also Eisene Jungfrau in Diablo 2 zum Beispiel, ist man einfach permanent gestorben. Das war so heftig schwer und stark, weil die Entwickler das einfach nie balanciert haben in Diablo 2. Jo. Das ist halt so Sachen, die mega nervig sind. Weil der Entwickler einfach zu faul ist oder irgendwie. Man nicht so große Spiele planen und sie danach fertig machen können und nicht so viele Updates bringen, sie nie fertig werden und dann ist das Balancing-Problem auch nie da, liebe Entwickler. Aber genau so Probleme macht halt dieser Entwickler hier auch, 11th Earth. Nur so langsam sind sie damit hoffentlich schon genügend groß und zu wenig ja, vorplant. Also mehr vorplanen sollten sie nicht. Mehr, mehr, mehr. Immer nur mehr. Immer mehr Gefühl. Dafür einfach die Spieler entzürnen. Dann auch Spiele zu verlieren und so. Und dann auch noch. Mehr Spieler ertragen halt auch nicht mehr alles. Also. Ja. Wird nicht mehr gehypt, ist ein Spiel eigentlich schon fast tot. Und deshalb muss der Entwickler schauen, dass er einfach Hypes gibt. Das ist ja jetzt bei Last Epoch so. Jeder wartet auf den 21. Februar, aber niemand will spielen. Oder schauen bei mir. Ne, da oben hat es auch keine Gründen mehr. Oh, was ist das? Zepter. Naja, können wir machen. So, das ist wieder so ein blödes, eintöniges, langes Level. Das Glück haben wir halt in diesem Part nicht. Aber dafür, ja. Es ist trotzdem doch spannend und interessant genug. Das Leben ist nicht schwer, das ist auch. Also es ist nicht so anstrengend schwer, also sehe, ja, ich muss schauen, dass ich überhaupt angreife wegen dem Schutzaufbau. 57. Jetzt haben wir
Wir haben 5 Levels gemacht in diesem Part. Hier. Jetzt sind wir beim anderen Intelligenz. Das ist dann schon mal gut. Ah, ich sollte abends echt nicht aufnehmen. Ich habe immer noch Probleme mit dem Essen. Wenn man so viel Sport macht und dann am Abend nach Hause kommt und viel isst, kann man einfach nicht gut reden. Das ist einfach zu viel Säure im Magen. Stoßt auf. Und auch, ja, mit dem Asthma und so, diesen Atemprobleme. Aber gut, ich habe ja sonst keine Zeit. Morgen früh meistens, oh komm raus, wir wollen Sport machen. Und ich so, oh Mann, ey, ich habe nicht so lange geschlafen. So viel trainiert auch. Bin noch nicht fertig. Und dann ist man draußen bis am Abend und ist dann komplett müde, weil man so viel Sport macht. Aber dafür bringt es einem weiter. Menschen machen zu wenig Sport, das ist es. Ich soll jetzt alle noch mehr Sport machen. Überhaupt Sport machen. Wir kommen immer noch genügend gamen. Und ist danach fitter, man muss weniger schlafen. Man hat mehr Zeit für sich noch. Ja. Und trotzdem, ja, muss man halt auch noch arbeiten und ausruhen. Also außerhalb von den Livestreams bin ich meistens nur eine Stunde am Zocken pro Tag. Und das meistens um 3 Uhr morgens. Ich bin um 3 Uhr morgens wirklich sehr, sehr fit schon. Weil ich so schnell regeneriere im Schlaf. Dass ich einfach zwischendurch dann doch wieder wach sein muss oder aktiv sein muss im Körper. Dann tue ich so, ja, ich sag 1,5 Stunden bis 1,75 Stunden. Immer wieder so alle 5 bis 10 Minuten trainieren, Krafttraining machen. Und ja, für eine Stunde lang zocken und dann gehe ich wieder schlafen. Aber mein Bett, ja, ist ja nicht gerade gut. Man fühlt sich nicht so lange wohl auch. Das ist vor allem mein Körper. Viel stärkeren Stoffwechsel, ich muss viel weniger schlafen als andere Menschen. Mir würde eigentlich reichen, je eine Stunde schlafen, auf 3 Tageszeiten verteilt oder so. Und wenn ich dann wirklich topfit bin, wahrscheinlich noch weniger. Das ist halt auch nicht so gesund, oder? Dann lieber liegen, wenn man nicht schlafen kann. Dann regeneriert sich besser. Ich glaube nicht so zusammen. Den nehme ich mit. Schade, sind sie nicht so magisch, Zepter. Also, hier jetzt schwierig wegen dem Mana-Verbrauch. Ich habe hier, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Das stärker. Da ist es hier. Hier ist es. Hier ist es. Ist es hier noch? Da sind wir auch fertig. Ist da unten irgendwas? Ist diese Frostklaue? Ja. Und hier beim Shield ist es, ist glaube ich hier fertig, ja. 1,4 von, ah, ist hier oben. Hey, jetzt erkenne ich weg. Hier oben natürlich. Mehr Abklimmzeiten, dafür mehr Guard, okay. Runenbeschwörung, ne. Hey. Nein, ist Spell Critical Chance. Auf. So. Ja. Machen wir doch kurz noch. Auch wenn der Part schon vollzählig ist.
Lieber längere Parts dafür halt, ja. Mehr Content. Ja, naja, so wenig. Aber eben, es ist gerade wirklich besser, wenn ich halt noch nicht aufbauen dafür und dann später, wenn ein neuer Patch da ist, mehr Zeit habe für mehr Videos. Sonst bin ich dann zu müde und mache dann weniger Videos und das lohnt sich natürlich für mich auch nicht. Obwohl ich ja nicht so abhängig bin von Erfolg. Okay, wir müssen ganz die andere Seite gehen. Drittauge? Nein, ich habe kein Drittauge. Mir reichen zwei gute. Kommst du her? Ganz in der blinden Ecke gewesen. Eine große Schaden können wir dann brauchen. Gut. Aber ich weiß echt nicht mehr, welche Beats ich löschen soll, welche ich noch zeigen soll. Ja, einfach die ganz falten, weil es nicht mehr so einen aktuellen Bild gibt. Weil die damals ja auch von Items abhängig, wenig abhängig waren. Und trotzdem, ja, man einfach dann auch nicht die Items bekommt, um besser zu werden. Also, lösche ich die halt wieder, weil sie nicht mehr weiterkommen. Gut. Nein, wenn man so extremst viel craften müsste, dann sonst, dass man endlich mal ein Item hat, das wieder ein bisschen stärker ist. Ja. Ja, und ich muss ja noch dieses eine Amulett irgendwie farmen können für Smite, oder? Dieses Smite-Blitz-Amulett. Nur, da muss ich ein Bild haben, das wird wahrscheinlich der nächste Bild schon werden. Hm. So, wunderbar. Gucken wir doch mal noch die Karte an. Und tun hier noch den Punkt rein. So. Aha, hier ist ein Fische Information. Müssen wir nicht holen. Einfach mal machen oder so. Ein Unique brauche ich auch nicht unbedingt. Das werde ich im nächsten Part anschauen, wo wir weitergehen hier. Aber wir sind langsam schon ein bisschen höher. Bis wir nicht mehr so gut leveln. Und dann machen wir den Boss. So, also Schaden über Zeit, sehr wichtig mit Frostbite. Gut. Tschüss zusammen, bis nächstes Mal vielleicht. Ja, viel Spaß noch mit Enderling. Und eine gute Nacht. Tschüss.